Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu den Chaos-Ossis Sniper Zombie Army Trilogy. Das ist noch verkehrter. Warum? Das Englische? Nee. Trilogy, ja. Das ist schon richtig. Verdammt. Guter Witz. Es ist einfach mal umgangen. Es liegt an der Krankheit. Ja, definitiv. In der letzten Folge habt ihr miterlebt, wie wir drei Chaoten es geschafft haben, aus Berlin rauszukommen. Und ja, jetzt müssen wir wieder zurück nach Berlin. Ins mal gucken. Fegefeuer, ja, mal schauen. So, schieß genau. Los, Robert. Zurück nach Berlin, Fegefeuer. Die Nazi-Zombie-Bedrohung dauert unvermindert an. Übernatürliche Streitmächte verspotten jeden deiner Züge. Deine erfolgreiche Flucht aus Berlin soll nicht von Dauer sein. Ah ja. Das soll also heißen... Du hattest die MP44, ja, oder? Also heißen. Ich hab die MP44 war nicht verkehrt, ja. Aber ich probier mal die Flinte Kaliber 12 aus. Probier die jetzt einfach mal. Ja, ich nehm die auch. So, die Flinte ist nicht schlecht, aber mal gucken, vielleicht ist die MP besser. Ich muss sagen, wir verspotten eigentlich im Endeffekt jeden Zug der übernatürlichen Mächte, so wie wir hier durchwaschen. Ich glaube, ich muss mir echt mal einen Bonks einwerfen, meine Stimme kackt gerade leicht ab. Mach das. Ja, ich bin immer noch leicht krank. So. Werf den Droge ein, gut ist. Ja, ein bisschen Drogi, Mari und dann Fiki. Das zeigt schon wirklich, seht ihr, Leute? Genau. Obwohl, ich finde auf jeden Fall, das Level sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Was ist denn das hier? Das sind Ratten mit vier Augen. Was? Nee, doch nicht. Nee. Sind nicht vier Augen, sind einfach nur zwei Ratten. Ratten mit vier Augen, ist klar. Sind einfach nur zwei Ratten, das ist, als ob die einen vier Augen hätten. Die Ratten sehen ekelhaft aus. Ja, kann man die wegschießen? Die kann man wegschießen? Ja. Hört auf die Ratten zu schießen, verdammt. Die haben rote Augen, die sind böse. Die haben euch nichts getan. Noch nicht. Ist nicht aber das Blitz und Donner ist geil. Auch auf dem Ferno, so ungefähr. Also was ihr an der Wand gefeuert habt, war nicht verkehrt gewesen. Aha. Stimmt. Ah, die wunderschöne Spree in Berlin. Es gibt doch nichts Schöneres. Ein wunderschöner Fluss. Hab's nicht Alter, halt. Robert, jetzt hab ich dir echt den Arsch geschossen. Was? Wieso willst du mir den Arsch schießen? Du bist echt super, das tut's mir. Cool. Die Zombie ist irgendwie verrotteter als sonst, oder? Was ich jetzt gerade. Mann. Granate? Wohin vorher kenne ich diesen Glockenturm, Kirchturm, Glockenmarsch? Ist das nicht der, den wir gleich zu Beginn hatten? Ich glaube, nicht zu Beginn war es, glaube ich, nicht gewesen, aber wir sind den, glaube ich, auch hochgekratzt, das ist richtig. Ah. Alter, hier ist ja richtig Zombie-Party. Los, das hier alles brennt jetzt. Zombie-Party, Dingelingeling. Nein. Dingelingeling, alle Zombies singen. Oh nee. Los, Töteschatten müssen wir hier. So ungefähr. Zombie-Party, Dingelingeling. Alle singen. Ja. Passt. Alter, schieß immer. Rechts! Fick dich! Was ist das? Das sind scheiß Zombie, auf die du wenn ihr Stierhandgranaten wollt, hier sind genügend in einem Kühlschrank. Ein Kühlschrank? Ja, müsst ihr mal in dem Haus schauen, auf der rechten Seite. Hier ist kein Kühlschrank. Ja, wo ich bin. Achso. Und, und ein frisch servierter Kopf. Wow! Fuck! Oh, was, frisch gegrillte Zombies, klasse. Scheiße! Na ne, ich würde dir gerne helfen. Verdammt! Wie, du bist tot? Betty, warum? Wie? Ja, ich bin tot, stell dir vor. Warum rennst du vor? Ja, wir sind nicht, wo seid ihr denn? Na, wir sind noch nicht weitergegangen. Wir wollten noch. Ja, hab ja noch Zeit. Bin da.
Ja, und ich wurde gerade von einem Kopf in einem Kühlschrank aufgehalten. Ich habe auf den Kopf geschossen und da wurde die Tür hinter mir versperrt. Guck mal, ey, da warum schießt doch auf den Kopf, verdammt nochmal. Weiß nicht, wie war danach. Hier ist auch eine Dose, da schieße ich auch drauf. Und? Herrlich. Der war so verlockend, der lag so da. Ich weiß nicht, irgendwie war mir danach. Ein Kopf, der so verlockend da lag. Wie geht denn nach hinten jetzt weiter? Schön. Ach ja. Was haben wir denn hier? Hi. Hi, ihr freundlichen Nachbarn. Grüß euch. Oh ja, die Flinte ist geil. Ja. Ja. War mehr aus der Nähe gedacht, aber das ist echt bitter. Ich finde schade, dass man Waffen nicht übernehmen kann. Ich hätte meinen Preacher so gerne übernommen. Ja, die Preacher, es gibt bestimmte Waffen, die man nur im Verlauf des Spiels finden kann, ne? Ja. Das finde ich scheiße. Finde ich an sich ganz gut gemacht, so kann man nicht gleich auf Overpowered reingehen. Hm, stimmt, auch wieder. Okay. Kickwerfer war ja auch mies, wenn man den gleich mal verloren hätte. Ja. Gelaufen, ich werde hier mal ganz kurz stolpern, ihn positionieren. Safety first. Wilder Zombie. Robert, komm mal nach unten. Ja, auf dem Weg. Mine und. Ich bleib hier unten. Also, ja, auf der ersten Stufe wenigstens. Ja. Robert, du bist unsere erste Verteidigung, aufpassen. Ich weiß. Oh, ist ein Haus da. Ja. Wow, stolper mir. Ist eine Fleischwunde. Ja, ne, tut's auch. Hab grad irgendein Achievement gekriegt. Ist es da hinten eine V2-Rakete, die da am Boden steckt? Ja, sieht so aus, ne? Wow! Ach ja. Zombies töten am Nachmittag, es gibt doch nichts Schöneres. Nö. Alter, ich habe eine 17-fache Kombi gerade. Nicht schlecht. 12 mit Granatenkill. 12 mit einem Granatenkill, yeah. Oh, hier ist einer eingefroren. Oh, was? Seht ihr das auch? Geil. Na, ich gebe mich mal in den Fahrhaus gleich mal umschauen. Ist klar. Wow. Alles klar. Warum nicht? Erstmal ganz kurz Munition hier auffüllen. Ich gehe mal in das Lagerhaus rein, wo die erst alle rausgekommen sind. Vielleicht liegt ja da irgendwas drin, was gut ist. Nein, ja. Liegt natürlich nicht. Wie einfach mal so eine fette V2-Rakete drin rumliegt, ey. Auf die sollten wir nicht schießen. Gute Idee. Passiert nicht. Obwohl, da ist irgendwas dran, was leuchtet. Na, ich wette, wir müssen die zum Explodieren. Wow, was? Hast du jetzt wirklich auf dieses Leuchten? Leute! Ey, nein! Oh Mann! Also, eigentlich bin ich ja dafür bekannt, sowas zu machen. Hashtag Daniel-Moment. Ja, eindeutig. Hashtag Daniel-Moment. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, Leute, einfach mal in die Kommentare schreiben. Hashtag Daniel-Moment. Da ist eine Atombombe, schießen wir mal drauf. Ja! Was, oh Mann, nein! Da hat er alles gegeben jetzt. Oh, krieg gleich Hustenanfall, der geht dann zu mir zusammen. Oh, ist das geil. Da ist was Leuchtendes, schießen wir mal drauf. Oh, ich kann Scheiß nochmal machen. Toll. Oh Mann. Komm, aber dieser Moment ist unbezahlbar gewesen. Ja, also da kommst du. Den geil. Wollte auch keiner bezahlen, keine Sorge. Ja, eigentlich nicht, aber trotzdem. Geil. Oh. Oh, was? Geh weg. Robert hat da hinten gleich die Probleme. Nee, passt schon.
Aber es ist eine geile Sniper-Position hier auf der Brücke. Ich glaube, nach der Schrot stehen die auch nicht mehr auf, ne? Selbst wenn der Kopf nicht ab ist. Was? Oh, der Pisse wird. Oh, sie umzingeln uns. Hat's geholfen? Ich treten. Oh Gott, wartet, ich bin auf dem Weg. Ich bin da. Nein, noch nicht, Freddy. Ich mache, ich helfe dir. Danke. Ja, einmal und nie wieder. Und vergesst nicht, Daniel, den Kühlschrank nicht auf den Kopf schießen. Nimm dir die Stielhandgranaten und geh wieder. Ist noch ein Kopf. Oh, schade. Einzig, was mir nur merken muss, ist nicht auf... auf das Leuchtende zu schießen? Ja, auf das Leuchtende zu schießen, ja. Wo ist denn hier was Leuchtendes? Da ist doch gar nichts. Auf der anderen Seite der Rakete ist so eine kleine Öffnung, die leuchtet. Nee, die Sangra-Rakete. Die ist es nicht. Oh, hör weh. Der Kühlschrank. Ja, genau. Ich will die Stierhandgranate. Trollolololol. Nein, du Arsch! Hast du jetzt wirklich... Wo bist du hier? Komm, da ballert er kurz rein und hat sich erledigt. Ich hab das letztens auch allein überlebt. Ich fand's lustig. Aber ich finde, das sieht geil aus, wie das Blut so von oben runter tropft. Das ist herrlich. Ja, ich wollte unter anderem auch, dass du das auf Band hast, Robert, ganz ehrlich. Ja, danke. Ah, die waren ja jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, das ist echt die beste Kombination, die man hier haben kann in diesem Spiel. Meinst du Schrotflinte und... Ja. Oder was? Schrotflinte, M1 und die Rebley. Ja. Zweimal verdammt präzise. Ich habe eigentlich noch das Kaliber 99 Gewehr, das ist eigentlich auch relativ gut. So als Alternative, wenn... Ah, ich weiß, was ich jetzt gleich mal machen werde. Landmine einmal hier hin platzieren, vorne platzieren. So, da hinten kommt sie auch nochmal. Hallo. So, und ich merke mir, nein, ich schieße nicht auf die Rakete. Super. Ach, diese Rakete. Ups. Und das, wenn ihr über die Zeichen guckt, über die 6, 8 oder was denkt die, ist andersrum. Gut. Warte. 2, 2, bla bla bla. Das ist so ein kleiner runder Kreis. Der leuchtet leicht. Tatsächlich. Wenn man dagegen schießt, macht's einen Bumm. Wie das nur kommt. So, ich halte. Das macht nur ein kleines Bumm oder so, was uns nicht tötet, weißt bei du? Bei einer V2. Ja. Weißt du, die heißen nicht umsonst Vergeltungswaffe 2, ja? Also. Sterbt, ihr Untoten. Hat jemand von euch Webley-Munition dabei? Nein. Meins Karabiner. 6-mal Webley, wow. Nochmal 6-mal Webley. Passt. Hier ist ein Pfeil auf. Ja, folge dem Pfeil am besten. Oh Gott, ich komme wieder nach oben. Wow! Ich sollte die Granate nicht zu weit an die V1 werfen, ist mir gerade so aufgefallen. V2. V2, okay.
Ich glaube, ich habe meine Seite gesäubert. Ihr seid böse Zombies. Aus! Aus! Auf, auf, auf. Aus! Aus! Geht doch! Oh, bam. So. Jetzt können wir ganz gemütlich weiterlaufen. Hier ist ein Pfeil, kommt mal hier hinterher. Mach ich den Pfeil? Ja, folge dem Pfeil am besten. Folgt den Pfeil direkt in die Hölle. Genau. Wir sind schon endlich hier oben noch. So schlimmer kann es nicht sein. Hä? Munition. Ach, hier ist ja Munition, schön. Danke doch die ganze Zeit. Ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, okay. Lee Enfield. Ne, brauche ich nicht. Ich brauche einen Typ 99. Also, mit dem war ich richtig gut. Ja, schnell rein. Oh. Hi. Der ja, sieht aber geht ruhig aus. Schon mal vor. Und jetzt kann ich jetzt auf die V2 schießen? Nein. Schade. Ist nicht auf die V2. Ich hab Bock, den Scheiß nochmal zu machen. Hype 99. Wo ist mein Gewehr 99? Wo ist das Gewehr 99? Robina, Garon, Moses, Eine SV40? Was ist denn das? Achso, warte mal, nein, Beble für meine Typ 99, da ist es, sehr schön. Dieses Gewehr ist einfach nur Hammer. Beble, Luga, Kol, Tokarev, mein Gott, okay. Hier ist auch alles. So, wir haben es geschafft. Glücklicherweise, muss man sagen, nicht, dass wieder jemand auf eine Idee kommt und vielleicht doch noch auf die V2 schießt. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wir sagen einfach mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.